Was siehst du? Ich sehe einen Turm, den Mann in Schwarz und den Revolvermann. Es sind nur Träume. Sie sind nicht real, Jake. Der Film heißt Der dunkle Turm, The Dark Tower, und ist die Verfilmung des Haupt- und Lieblings- und größten Werks von Stephen King. Das sind je nach Zählweise 7 bis 9 Bücher, an denen er seit den 70er Jahren gearbeitet hat. Und daraus einen Film zu machen, der noch nicht mal 3 Stunden hat und auch keine 3 Teile, jedenfalls bis jetzt hat man nicht gehört, dass es so ist, konnte eigentlich nur schief gehen. Ist es aber gar nicht. Da draußen gibt es eine andere Welt. Ich weiß, dass es sie gibt. The Dark Tower ist eine Portal-Fantasy, eine Portal-Fantasy-Geschichte. Das heißt, sie gehört zu demselben Genre wie die unendliche Geschichte von Michael Ende oder Imagica von Clive Barker oder auch die Zauberer von Oz-Geschichten von L. Frank Baum. Und in allen diesen Geschichten geht es um mindestens 2, wenn nicht mehrere Welten, die durch irgendwelche Portals, Portale, Türen, Tore miteinander verbunden sind. Und in der Dark Tower-Geschichte gibt es ein Zentrum all dieser Welten, und das ist der dunkle Turm, der sie zusammenhält und der vor allen Dingen das draußen hält, was alle diese Welten bedroht, nämlich allerlei Monster, teuflische, böse, chaotische, zersetzende, zerstörerische, tödliche, finstere Kräfte, für die in diesem Film Matthew McConaughey steht, der noch nie so ölig und dreckig war wie in diesem Film und gleichzeitig so eiskalt, also ein wunderbarer, schmieriger Schurke. Ist sowas wie der Teufel, nicht wahr? Nein, schlimmer. Du kannst das, was kommt, nicht aufhalten. Der Tod gewinnt immer. Sein Gegengewicht, sein Gegenspieler ist Idris Elba, einer der besten Schauspieler, die im Moment rumlaufen. Der spielt Roland, den Ritter, der aber gleichzeitig ein Revolvermann ist. Denn in dieser Geschichte treffen nicht nur Welten aufeinander, sondern auch Genres. Es gibt keine Revolvermänner. Nicht mehr. Das Vergangene an dieser Welt, die diesen versunkenen Helden und Ritter umgibt, wird in Idris Elbas Interpretation bezogen auf allerlei amerikanische Geschichte, auf allerlei tatsächlich stattgehabte Formen von Unrecht, von Gewalt und von Dingen, für die Rache nur allzu angemessen wäre. Und das ist gerade in Trumps Amerika natürlich eine ziemlich interessante Art, diesen Stoff zu behandeln. Warum will der Mann in Schwarz den Turm zerstören? Der Turm beschützt deine und meine Welt. Wenn er fällt, wird die Hölle entfesselt. Filmisch hat Nikolaj Arcel, der Regisseur, ein dänischer Regisseur, den man so noch nicht aus Hollywood-Sachen kennt, der hat sich überlegt, dass er das Aufeinandertreffen vieler Genres, das ja in dem Urstoff angelegt ist, nicht nur übersetzen muss in Filmisches, sondern im Grunde das darin schon enthaltene Filmische wieder freilegen kann. Also Stimmen, die man hört, werden zu klassischen Filmen, Offscreen-Erzählstimmen, und plötzlich wird einem klar, der kingsche Text war eigentlich immer so eine Film-Erzähl-Off-Stimme. Wer bist du? Sie sind es. Sie sind ein Revolvermann, stimmt's? Es ist tatsächlich inzwischen ja so ein bisschen eine Seuche geworden, dass alles Überlänge haben muss bei diesen Hollywood-Blockbustern. Was natürlich daran liegt, dass man die Leute bei all dem Angebot von Netflix bis, man kann Avatar auf dem Handy gucken, irgendwie dazu kriegen muss, den ganzen Abend im Kino zu verbringen. Also sind die Dinger halt immer länger und immer aufgeblähter. Und hier hat man sich offenbar überlegt, dass 8 Bücher von im Schnitt 400 Seiten in knapp mal 100 Minuten vielleicht auch passen. Das war meiner Meinung nach ein Fehler. Das Ende wird dadurch doch sehr zusammengeschoben. Vieles ist fast beiläufig, was eine Leinwand, eine richtige Leinwand, eine richtige Tiefe, eine richtige Breite, eine richtige Epik verdient gehabt hätte. Vielleicht steht Ihre Welt vor dem Ende, aber meine nicht. Wenn Sie diesen Turm einstürzen lassen, werden Milliarden Menschen sterben. Leute, die an Star Wars, Leute, die an Western, Leute, die an den Narnia-Filmen Freude hatten und das Kindliche und sozusagen Naive an dieser Präsentation von es gibt mehr Welten als eine schätzen konnten, wollen vielleicht mal sehen, wie das aussieht, wenn es gebrochen ist, wenn es erwachsen wird, wenn es schwieriger, wenn es tragischer, wenn es dunkler wird. Und die sollten da reingehen. Ich schieße nicht mit meiner Hand. Ich schieße mit meinem Verstand.